Ein herzliches Grüß Gott. Ich heiße Sie willkommen hier in unserer Kirche zu unserem digitalen Grußwort zum Anlass des Trägerwechsels des Kindergarten Laufen, der ja jetzt aus jahrzehntelanger evangelischer Trägerschaft in die kommunale Trägerschaft wechselt. Verbunden mit einem sehr schönen und großzügig angelegten und weiträumigen Kindergartenneubau. Eine Abschiedsfeier mit vielen Gästen ist ja jetzt in der Corona-Zeit leider nicht möglich. Da hätten wir uns sonst noch das ein oder andere einfallen lassen. Danke, dass Sie jetzt in dieser digitalen Kurzversion mit dabei sind, mit der wir uns von unserem evangelischen Kindergarten unter der Schalksburg verabschieden und die neue kommunale Kindertagesstätte Laufen begrüßen und ihr die besten Wünsche und auch Gebete mit auf den Weg geben. Zum Abschied nehmen gehört immer auch ein Innehalten. Wenn wir zurückblicken, haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Vor 50 Jahren wurde unser evangelischer Kindergarten neu gebaut und bezogen, ein Gebäude mit stolzem Alter. Rein rechnerisch könnte ein heutiger Opa, sein Sohn und auch sein Enkel jeweils als Kind unseren Kindi besucht haben. So gesehen hat unser evangelischer Kindergarten Ortsgeschichte geschrieben. Den kirchlichen Kindergarten als Einrichtung gab es schon länger. Schon vor dem Krieg gab es eine kirchliche Kinderbetreuung. Nach dem Krieg fand der Kindergarten eine Zeit lang sogar im Pfarrhaus Unterschlupf. Dann kam die Barackenlösung hinter der Kirche und 1970 wurde dann das damals neue Gebäude in der Gallusstraße gebaut. Der Kindergarten war ein großes Geschenk für unsere Kirchengemeinde und da danken wir jetzt zum Abschluss noch einmal allen, die diesen evangelischen Kindergarten ermöglicht hatten. Vorneweg gilt unser Dank der Landeskirche, dann natürlich unserer Stadt, aber auch dem Land für die jeweiligen Zuschüsse und Abmangelfinanzierungen. Unser Dank gilt aber auch den Spenderinnen und Spender von damals, die uns geholfen hatten, die finanziellen Mittel für diesen Kindergarten aufzubringen. Unser Dank gilt auch unseren Gemeindegliedern, die diesen Kindergarten finanziell, aber auch mental mitgetragen haben und auch mit ihren Gebeten mit begleitet haben. Und last not least danken wir Gott, der seinen Segen und das Gelingen zu allem dazu gegeben hat. Der Kindergarten war ein großes Geschenk für unsere Kirchengemeinde und jetzt ist Schluss. Schade. Unsere Kirchengemeinde verliert ein Stück ihrer Identität. Wie sich der Trägerwechsel auf den Kindergarten und seiner werdenden neuen Identität auswirkt, wird sich ja jetzt entwickeln und zeigen und wir dürfen gespannt sein. Jetzt nach allen Entscheidungen, die so gefallen sind, kann man jetzt angesichts der bevorstehenden gesellschaftlichen und kirchlichen Umwälzungen, die diese Corona-Pandemie so noch nach sich ziehen wird, wohl sagen, vielleicht ist es tatsächlich wirklich besser so, dass wir unseren Kindergarten verlieren. Wir hatten es uns ja lange anders gewünscht, aber man rechnet künftig jetzt nach Corona mit rund 20% weniger kirchlicher Finanzkraft. Das klingt jetzt nicht ganz so viel, aber es wird sich wohl so anfühlen, wie wenn nur noch die Hälfte da ist. Und da wird es natürlich dann spannend werden, was die kommenden Jahre bringen bzw. wegnehmen werden. Bei unserem Dank, vorhin habe ich eine ganz wichtige Gruppe vergessen. Ein Träger ist nichts ohne ein kompetentes und williges Mitarbeiterteam.
Und so gilt heute unser Dank allen unseren Erzieherinnen, angefangen bei denen, die in der ersten Stunde mit dabei waren, bis hin zu denen, die heute in dieser letzten Stunde mit dabei sind. Vielen, vielen Dank. Unser Dank an unser tüchtiges Kindergartenteam soll sich freilich in Worten nicht erschöpfen. Wir bringen unseren Dank auch symbolisch sichtbar zum Ausdruck. Da steht schon alles bereit. Nein, also wir nachzählen, es sind noch mehr Körbchen, die haben nicht alle hingepasst. Wir werden diesen Dank dann in den kommenden Tagen unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen den betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommen lassen. Also, liebes Kindergartenteam, es war eine schöne Zeit und wir danken von Herzen. Und wofür? Wir danken für Ihren selbstverständlichen Einsatz im Kindi-Alltag. Und wir danken doppelt für Ihren nicht selbstverständlichen Einsatz im Kindi-Alltag. Wenn man für Vertretung nicht auf die Uhr schaut und ohne Murren mehr Stunden und mehr Arbeit leistet wegen Krankheitsvertretung, danke. Oder wenn man in den Kindi gegangen ist, obwohl man sich nicht ganz so fit gefühlt hat, man will die anderen im Team, aber auch die Kinder ja nicht allein hängen lassen, danke. Und natürlich für so manche Aktion mit dem Kindi auch in unserer Kirchengemeinde, danke. Ja, das darf man sagen, wir hatten Glück mit unserem Kindergartenteam, das so willig und engagiert mit dabei war. Eine aus unserem Team sagte neulich ganz nett, wenn ich zum Schaffen gehe, will ich das nicht mit einer sauren Miene machen, sondern mit lachendem Gesicht, dass man mit einem guten Gefühl wieder den täglichen Heimweg antreten darf. Super, oder? Was wird sich für unsere Kirchengemeinde ändern? Vieles ist jetzt nicht absehbar, aber eines weiß ich schon jetzt. Die morgendlichen Telefonanrufe, wenn mancher Ärger von außen kommt oder von sorgenden Eltern oder anderer Stelle, wenn die Anrufe kommen und ausgehalten werden müssen, wenn dann Handlungsmöglichkeiten durchgesprochen und entsprechender Mut zugesprochen werden muss, diese Telefonanrufe sind jetzt in den kompetenten, liebevollen, starken Händen der Stadt sehr gut aufgehoben und das ist ein trostvoller Gedanke. So viel zum Rückblick und jetzt zum Ausblick. Schauen wir nach vorne. Wenn man vor dem kommunalen Kindergarten steht, vor der Kindergartenstätte, dann kann man nur staunen. Schön und herrlich, groß, hoch und sehr prächtig erhaben, wie es in einem Kirchenlied einmal heißt. Wir wollen dieser neuen Kindertagesstätte gute Wünsche mit auf den Weg geben. Der erste gute Wunsch ist eine Gratulation. Wir gratulieren unserem Ortsvorsteher und Ortschaftsrat und den Stadträten aus Laufen, die sich wie Löwen gekämpft haben und eingesetzt haben für diese neue, große, schöne Kindertagesstätte. Und mit dieser neuen, großen Kindertagesstätte haben sie nicht nur die Grundschule gesichert, sie haben überhaupt für unser Dorf Laufen mit dieser neuen Kindertagesstätte eine blühende Zukunft gebaut. Das ist die erste Blume, blühende Zukunft. Das zweite ist, wir freuen uns für und mit den Kindern. Bei diesem neuen Großraum-Kindergarten ist alles so schön und neu und groß und weit und da darf ein Kind die volle Freiheit erleben. Nach Corona, wenn das offene Konzept beginnt, darf dann das Kind von Raum zu Raum wechseln und von Erzieherin zu Erzieherin wandern. Alles also kurzweilig, abwechslungsreich und sehr schön. Also alles so neu und schön. Das wünsche ich Ihnen und das finden wir wunderbar.
Das dritte ist, wir wünschen einen guten Start. Wir wünschen den Kindern der neuen Kindergartenleitung, der Erzieherinnen, dem gesamten Mitarbeiterteam einen guten, gelingenden, harmonischen Start und dass sie sich bald heimisch fühlen und sich schon bald ohne Zögern sagen, das ist mein Kindi, da gehe ich gerne hin, da gehöre ich hin. Also, gelingender Start. Das ist der dritte gute Wunsch. Der vierte ist, wir wünschen den Eltern Freude. Wir denken auch an die Eltern und freuen uns mit ihnen. Dieser große Kindergarten ist eine echte Erleichterung für sie. Die Möglichkeiten, die da kommen sollen, sind überzeugend. Ganztagesbetreuung und Mittagessen, alles in der Planung mit berücksichtigt worden. Einfach super. Also, Freude der Eltern ist der dritte gute Wunsch, den wir mit auf den Weg geben. So, und jetzt kommen wir zu unseren Fürbitten, kindergartengemäß als Luftballons. Unsere erste Bitte ist die Bitte um Segen. Wir bitten Gott um seinen Segen für die Kinder, dass sie hier behütet aufwachsen und sich in ganz neuer Weise entfalten können, mit dem ganzen neuen und reicheren Angebot, das so ein großer Kindergarten mit sich bringt. Die erste Bitte ist der Segen. Die zweite Bitte ist die Bitte um Frieden und Freunde. Wir bitten Gott um gute Stimmung für die Kinder, dass sie in der großen Kindermenge viele Freunde finden, dass sie sich wohlfühlen und gerne in den Kindi kommen. Bewahre auch, lieber Gott, vor Streit und Tränen, schenke Frieden und Freunde. Und wenn doch einmal Tränen kommen, dann schenke Trost. Unsere dritte Bitte ist die Bitte um ein gutes Miteinander. Wir bitten Gott auch um ein gutes Miteinander und ein gutes Arbeitsklima für das größere Mitarbeiterteam. Wir bitten Gott auch ganz besonders für die neue Kindergartenleitung, die da eine große Aufgabe zu meistern hat. Darum, lieber Gott, schenke jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter jeden Tag neu die Freudigkeit zu kommen. Die Freude an den Kindern und an den Kolleginnen, die innere Zufriedenheit bei der Arbeit und ein erfolgreiches Gelingen der Arbeit. Also, das war die dritte Bitte. Unsere vierte Bitte ist der Dank an Gottes Güte. Wir danken dir, Gott, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint und der mit uns auf dem Wege ist und uns begleitet, der uns stärkt und trägt in schweren Zeiten und uns führen möchte hin zum Guten. Ja, danke, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. So, und jetzt ein letztes noch. Wir versichern der neuen Kindertagesstätte unsere herzliche innere Verbundenheit. Dafür das Herz. Es ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber irgendwie fühlen wir uns als Paten für den neuen Kindergarten. Er löst ja gleichsam unseren Kindergarten ab und wird die segensreiche Arbeit erfolgreich fortsetzen. Wir freuen uns auch, dass wir von dem Inventar einiges in den neuen Kindergarten mit einbringen dürfen, an Spielen, Büchern, Verbrauchsmaterialien, gleichsam als Zeichen für unsere Verbundenheit. Und wir danken herzlich dafür, dass wir dieses Zeichen geben dürfen. In diesem Sinne also ganz klar, unsere innere herzliche Verbundenheit möchten wir versichern. Und zum Schluss werde ich nun den Segen zusprechen. Das mag vielleicht ein bisschen anmaßend sein, aber wir sind hier in der Kirche. Und wir freuen uns ja und sind dankbar, dass der kommunale Kindergarten offen ist für Besuche aus der Kirchengemeinde. Und jetzt werden allen, die dort einmal ein- und ausgehen, werde ich den Segen zusprechen. Und ich hoffe, dass das auch okay ist.
auch wenn sich der neue Kindergarten selber ja nicht mehr so eindeutig christlich äußern darf, weil in unserer Zeit heute von einem kommunalen Träger und von einer kommunalen Kindergartenleitung in Religionsdingen ja zu Recht eine Neutralität erwartet wird. Und jetzt ein irischer Segen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Und ich wünsche nochmal alles Gute, machen Sie es gut und tschüss.